Hallo Leute, hier ist wieder euer Knolte. Und heute wird's richtig lustig, weil der Herr Ragnarök, also Ragni, der meint wirklich zu wissen, warum Putin die Ukraine verprügelt. Willst du das auch wissen, was Ragni so meint dazu? Dann solltest du jetzt auf jeden Fall dranbleiben, weil nach dem Intro geht's mal dann direkt los. Oh, wo bleibt er denn? Ich dachte, nach dem Intro startet direkt der Herr Ragnarök. Aber siehste, so ist das. Große Fresse, nichts dahinter. Jetzt traut er sich nicht. Ich traue mich. Ich war nur noch nicht so weit. Mann, Knolte. Also, Leute. Der Herr Wladimir Putin, der ist ja jetzt in der Ukraine einmarschiert. Letztens. Schon eine Weile her. Aber das ist gar nicht sein Ziel. Und er braucht die Ukraine, um weiter gen Westen zu kommen. Wieder nach Polen. Aber Polen ist auch gar nicht sein Ziel. Weil der will Ostdeutschland zurückhaben. Ja, Ostdeutschland. Die DDR will er wiederhaben. Hat dem ja nicht geschmeckt, dass das nicht mehr russisches Territorium ist, ne? Das fehlt ihm. Da könnte er so schön Atombömmchen stationieren und so, ne? Direkt bei anderen vor der Haustür. Ja, macht ja die NATO auch nicht anders. Also, Ostdeutschland, das ist ein wahres Ziel. Also, liebe Polen, winken am besten durch. Und ihr, liebe Deutschen, heißen doch einfach mal herzlich willkommen. Was erzählst du da wieder für einen Tinnen? Jetzt machst du den Leuten wieder Angst. Putin will Deutschland angreifen. Na, ich weiß ja nicht. Aber vielleicht... Vielleicht sollten wir dem das ganz friedlich wiedergeben. Ja, so einfach. Da hast es. Die alten oder neuen Bundesländer wieder weg. Kann wieder Putin gehören. Aber dann bitte mit allen Konsequenzen, ne? Ja, mit allen. Also zuerst mal eine gute Mauer, ne? Nicht so ein Hauruck-Ding wie da damals, sondern eine gute, wo keiner drüber kommt. Und dann müssen die ganzen Ossis, die im Westen gezogen sind, wieder zurück. Und die ganzen Wessis, die in Osten gezogen sind, müssen auch wieder zurück. Also so Bevölkerungsaustausch. So, dass das war, wie bevor die Mauer da weg war, ne? Und was ganz, ganz wichtig ist, ne? Dass dann der Putin auch diese Rucksackdeutschen wieder nimmt, ne? Also die muss er auch wieder haben. Was sind denn Rucksackdeutsche, Knolte? Ja, das sind doch die, die dann auch mit rübergekommen sind und das Rentensystem geschröpft haben, ne? Nie eingezahlt, immer Hände auf. Und das waren ja alles Ingenieure da drüben, ne, in Russland. Die haben ja den ganzen Tag nichts anderes getan, wie an der Maschine gestanden und Knopf gedrückt alle paar Minuten. Und schon waren das Ingenieure. Und deswegen haben sie die höchsten Renten kassiert, ne? Nie was eingezahlt, aber Hand aufhalten, ne? Ja, so den einen oder anderen von denen kann ich auch nicht schreiben. So ein paar gehen ja, die haben sich auch gut eingelebt hier. Aber wenn ich dann so mal irgendwo rumgehe und ich sehe da welche von, die schnacken ja immer noch Russisch, ne? Und wenn du sie dann fragst, warum redest du Russisch? Weil ich es kann. Ja, blöde Antwort, ne? Weil ich es kann. Ich kann auch Englisch. Ich kann auch ein bisschen Chinesisch. Ah, ne, kann ich nicht. Jetzt hätte ich ja fast gelogen, aber ein bisschen Englisch kann ich, ne? Und deswegen unterhalte ich mich trotzdem nicht auf Englisch. Richtig. Wer behauptet, Deutscher zu sein? Nur weil Uropa einen deutschen Schäferhund hatte. Der soll auch bitte schön Deutsch reden, ne? Und im Allgemeinen hat sich ja dann sowieso seit der Zeit ziemlich viel hier verändert, ne? Ja, richtig. Also früher, wenn wir uns mal gekloppt haben, wenn da einer am Boden lag, da war da Ende, ne? Und heute geht das erst richtig los, seitdem die Ruskis hier drüben sind, ne? Also diese Spätaussiedler, Rucksackdeutschen, Schmarotzer oder wie wir es auch nennen mögen, scheißegal, ne? Nachdem die hier sind, fängt dann die Klopperei erst richtig an, wenn einer auf dem Boden liegt, ne? Es ist viel, viel brutaler geworden, das Leben. Ja, und du musst viel, viel mehr aufpassen, was du sagen tust da draußen auf die Straße, ne? Manche nehmen dir das ja schon krumm, wenn du nur ein Moin da lässt, anstatt einen schönen guten Tag zu wünschen. Ja, weil die können mit Moin ja gar nichts anfangen, diese zugereisten Deutschen da, ne? Ach, das sind nie Deutsche, ne? Und ja, da war doch noch die eine Sache, Herr Ragnarök, weißt du das noch mit den Grundstücken da? Ja, die sind ja entschädigt worden. Ja, die haben ja angeblich Ländereien drüben gehabt und dafür sind sie in Deutschland entschädigt worden, ne?
Nur das Dumme ist, dass die viel mehr Land angegeben hat, was Russland überhaupt an Fläche hat. Und in Deutschland bei den Behörden hat es keiner geschnallt. Portemonnaie auf, bezahlt, klar, da hast du Trusker. Ja, ja, und wenn die was haben wollen, die kriegen das sofort. Ne? Immer so nach dem Motto, hey, wo kann ich beantragen? Ja, da kannst du beantragen und dann beantragen die und dann kriegen die, ne? Die kriegen das immer in Pöppes geschoben. Ja, ob das heute noch so ist, weiß ich gar nicht. Aber wo die gekommen sind, die haben ja alles gekriegt, ne? Und guckst du dir an, kennst du einen, der in der Mietskaserne wohnt? Ich nicht. Alles Eigenheimchen, ne? Gut, alles Großfamilie, ne? Opa, Oma leben mit im Haus, kriegen Rente. Gut, die Kinder, die haben ja ding, 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 Orgelpfeifen eins am anderen geschmissen, ne? Die ersten gehen wahrscheinlich schon arbeiten, auch mit ins Haus investiert, ne? Also, ja, und wenn das nicht reicht, ihr Glaubenssekte da, die unterstützen dann auch noch, ne? Es gibt ja ganze Siedlungen, wo da nur eine Sekte da am Hausen ist, ne? Ja, aber die gliedern sich voll ein, ne? Die gliedern sich voll ein, das sind Deutsche, richtig. Absolut falsch ist das. Das sind keine Deutschen, das sind Schmarotzer. Demnächst kommen sie aus Syrien, aus Afghanistan, aus Timbuktu oder sonst woher und sagen, meine Opa auch deutsche Schäferhund gehabt. Kann ich sein Deutsche, ja? Ja, und dann hat er einen deutschen Pass. So, so einfach ist das. Geh du mal als Deutscher ins Außengeland und sag, du, ich bin Engländer, ich bin Franzose, ich bin Italiener, du kriegst einen Arschtritt, du fliegst so, so schnell zurück nach Deutschland. So schnell kannst du gar nicht gucken, ne? Also, wenn der Putin wirklich die DDR haben will, dann mit allen Konsequenzen. Tschüss.